Hallo liebe Freunde, ich grüße euch und willkommen zu World of Warcraft. Und wir wollen heute mal in das neue WoW Remix Mists of Pandaria reinschauen. Ist ja jetzt gerade frisch am Start und ja, natürlich bin ich auch neugierig und wollte mal reingucken, was erwartet uns da. So, wenn ihr an den Hauptbildschirm kommt, ja, vielleicht denkt der eine oder andere sich, wo starte ich das? Gibt es einen neuen Klienten? Nein, gibt es nicht. Ihr startet ganz normal Retail und habt dann hier oben diesen Button 94 Tage verbleibend. Also jetzt ist ein Event, ein Retail-Event, was danach wieder verschwindet. Eure Charaktere gehen dann automatisch als Retail-Charakter in euren Retail-Charakter-Bildschirm mit rein. So, ja, was gibt es bei Retail? Was gibt es bei Remix? Das werden wir noch alles sehen. Also auf jeden Fall spielt es sich nur auf Pandaria ab. Es gibt einen ordentlichen XP-Push, viele Sachen, die ihr schneller bekommt. Haustiere, Reittiere, Marken, Sets, alles Transmog, was ihr gerne haben möchtet. So, Quests und Schlachtzüge, alle Quest-Szenarien, Dungeon-Schlachtzüge und Pandaria sind spielbar. Neue Gegenstände und Mechaniken, völlig neues Gegenstandssystem und einzigartige Zauberedelsteine eröffnen ein ganz neues Spielerlebnis. Einzigartige Belohnungen durch den Abschluss von Eventfolgen werden neue Reittiere, Kampfhaustiere, Vorlagen und vieles mehr für deinen Account freigeschaltet. Ja, also gibt es den einen oder anderen, der damals bei Pandaria irgendwas verpasst hat, was er unbedingt haben möchte, wäre auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, sich nochmal die schärfsten Dinger hier ja, zu besorgen. So, was wird es heute sein? Ich werd mal wieder mal Nachtelfen spielen. Habe ich auf jeden Fall schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, die letzten waren alles immer Zwerge gewesen. Sag mal, ein Panda wäre aber eigentlich auch ganz geil. Würde eigentlich auch ganz gut passen, oder? So, wisst ihr, was ich spiele? Ich werde meinen Jäger spielen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele 100 Jahre das her ist, als ich das letzte Mal einen Jäger gespielt habe, Leute. Ja, genau. Wir spielen auf jeden Fall eine weibliche Person. Finde ich ganz nice jetzt schon. Würde ich nehmen. So, wir können mal das Gesicht anpassen, obwohl ich das eigentlich schon ganz cool finde, muss ich sagen. Mit den Blättern im Haar sieht es schon richtig nice aus. Hautfarbe brauche ich, glaube ich, auch gar nicht ändern. Oh ja, guck mal, die war ja natürlich sehr böse. Die ist auf jeden Fall schon mal sehr freundlich. Wir sind ja ein freundlicher Spieler. Die Frisur, ach nee, die Frisur lasse ich, die finde ich schon total cool. Ich hoffe, nicht alle rennen damit rum. Ranken. Okay. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, da ich schon lange keinen Charakter mehr erstellt habe. Sind diese Ranken vorher auch schon da gewesen oder sind die gerade jetzt mit Remix neu rausgekommen? So, Rankenfarbe bleibt so. Ohren haben wir auch. Wir können mal gucken, ob wir noch andere Ohren. Die werden ja mal größer, Alter. Ja, hier. Oh nee, die sind schon. Nee, das ist mir schon zu krass. Dann bleiben wir mal hierbei. Wir wollen ja nicht übertreiben, würde ich sagen. So, Augenbrauen. Augenfarbe weiß. Gelb ist auch krass, oder? Ja, wir nehmen mal hier dieses Türkisfarben. Finde ich schon ganz cool. Augensichtbarkeit. Ach so, okay. Im einen Auge so blind oder was? Tätowierung haben wir auch drauf. Zeichnen. Ja, finde ich ganz cool eigentlich. Mit Schmuck, Kopfschmuck. Ja, finde ich auch ganz cool. Den Nasenring würde ich vielleicht wegmachen. Das ist jetzt nicht. Ach jo, da seitlich finde ich schon besser. Und Tätowierung braucht die Frau auf jeden Fall keine. So. Auf jeden Fall, was wir mal einführen könnten bei WoW, wäre auf jeden Fall so ein random Namen-Dingsbums, weil Namen fallen mir immer überhaupt gar nicht ein. So, wie können wir die nennen? Nennen sie mal Dylania. Dylania. Gibt es natürlich schon, ja. Habe ich mir gerade ausgesagt, ganz frisch. Gibt es natürlich schon. Puh, keine Ahnung. La. Fü. Lafü? Lafüta? Lafüta? Digga. Lafüta. Ey, kein Plan, ja. Okay, Lafüta. Frag mich mal, warum. Okay. Lafüta. Ist schon irgendwie seltsam, oder? Aber naja, was soll's. Was muss es machen? Was muss es machen? Ah ja, Pandaria habe ich erst gehasst am Anfang, als es rauskam. Und nachher im Endeffekt liebe ich es eigentlich. Ich fand's cool, es war immer sehr chillig, muss ich sagen. Ja. Wird auf jeden Fall chillig, denke ich. So, neue Saison. Verdient euch Account-Belohnung. Sammelt Bronze, um Reittiere, Haustiere und Trans zu verdienen.
Erstellt einen neuen Zeitläufer in der Charakterauswahl. Haben wir gemacht. Erlebt eine wilde Wendung von Mr. Fandaria. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, wir müssen erstmal alle Addons hier neuen Platz geben. Brauchen wir hier nicht. Ach doch. Ich will den hier haben. Müsste auch mal ein bisschen mich mal wieder ein bisschen neu ordnen mit meinen ganzen Addons, die ich habe. So, wir haben einen Talentpunkt. Was nehmen wir denn da? Er gibt euren Team B4 zu töten. So, ja, finde ich gut. Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit um 15. Tier heilen. Heilt zusätzlich 25% der Gesundheit eures Begleiters im Verlauf seiner Dauer. Nehmen wir erstmal das hier. Wow. Also, was geht hier schon wieder ab, Alter? Okay. Es ist faszinierend. Also es ist faszinierend, ja, was WoW anfasst, Blizzard. Die haben einfach zu viele Spieler. Das sieht immer aus, egal bei welcher Version, wie am ersten Tag, Alter. Ohne Scheiß. Es ist einfach so viele Spieler hier, Digga. Mann, wie krass. Aber I love it. Ja, true. Guck mal, es ist ein neues Symbol hier mit einem Ausrufezeichen. Finde ich ja cool. Die Zeit ist nicht in Stein gemeißelt. Mögen eure Möglichkeiten endlos sein. Welch glücklicher Zufall, euch hier zu treffen. Ich benötige eure Hilfe. Nicht alle Ewigen haben gesehen, was Nostormo mir gezeigt hat. Nicht alle würden zustimmen, wenn sie es gesehen hätten. Archaios ist einer dieser Kritiker. Hinterfragt alles. Wir müssen ihn gleich töten. Optional untersucht den instabilen Riss. Okay, kann ich jetzt schon fliegen? Ich denke mal schon, oder? Reittiere. Ah! Meine ganzen Reittiere sind. Warum haben die alle schon Reittiere? Digga, was ist los mit euch? Hört doch auf. Bodenreittiere sind hier nicht gestattet. Okay. Was denn dann? Tatsächlich nicht. Tatsächlich müssen wir erstmal laufen. Das gibt's doch nicht, oder? Aber auf jeden Fall krass viele Sachen, ey. Warte mal. Wie rufe ich meinen Kollegen? Ah, der ist schon da, die Katze. Direkt neben mir. Das ist noch ein bisschen durcheinander. Begleiter rufen ist genau unten in der Mitte. Begleiter rufen würde ich. Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Mal des Jägers. Zurechtstutzen. Was ist denn hier oben? Heilt euch um 30%. Bringt rückwärts. Muss ich warten? Erstmal untersuchen. Was? Oha, wir müssen erstmal automatisches Plündern anmachen. Geht schon mal gar nicht. Schnell plündern, danke. Also, ich bin ja mal gespannt. Also, ich konnte. Also, ich habe gespielt. Ja, ich weiß nicht. Also, wie sieht das eigentlich mit den Servern aus? Also, ich spiele wahrscheinlich auch meinen Server. Antoni das, oder? Würde ich jetzt sagen. Da bleibe ich ja. Weil, wenn man nämlich nur eine Insel hat. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich voll Es gibt wird. mehrere Oder? Wege, ein Problem zu lösen. Das wird bestimmt Wir richtig sehen voll, uns Alter. wieder. So, sprecht mit Moratari in der zeitlosen Küste. Ja, yeah, oh, guck mal, jetzt kann ich fliegen. Eine Aufgabe, Digga. Ah, ich kann leider nur reiten. Naja, ist ja schon mal etwas. Ja, dann würden die Leute Es ist mir eine wahrscheinlich Ehre, Champion. das alles so durchrushen. Nutzt eure Zeit weise. Klare Himmel und starke Winde. Die Zeit wurde sinnvoll genutzt. So, wir müssen jetzt Risse schließen. Da sind die Dinger. Schließen wir die mal. Und zwar drei Stück an der Zahl.
Okay, wo ist der dritte? Was tut denn der? Mal, habe ich? Ach, Level 10 bin ich. Wollte ich gerade sagen. Levelaufstieg habe ich hier auch, wa? Brauche unbedingt automatisches Anvisieren. Geht so gar nicht. Arcana-Schuss. Ist alles in Ordnung, aber ich brauche den automatischen Angriff. Was wäre dieser hier? Automatischer Schuss. Pfeife mache ich dann nach oben. So, da haben wir das dritte Portal. Das dritte und letzte. So, wie viel von den Typen brauchen wir? Also wir brauchen diese Marken hier, die Zeitfäden haben wir auch. Seid da. Immer ein Vergnügen. Die Sande sollen euch segnen. Auf bald. Was bekommen? Nein. Was? Das ist ein neuer. Achso, ein Stab. Nee. Wir brauchen ja keinen Stab. So, was sollen wir jetzt mit denen machen? Für den Chrono-Abzeichen. Was wollt ihr? Ach so, okay, alles klar. Was wollt ihr? Ich habe tatsächlich Pandaria schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich mich an Null erinnern kann. Manchmal ist es auch ganz cool. Man weiß gar nichts mehr und dann denkt man sich, Digga, wie krass ist das denn? Es ist wieder einfach eine absolut neue Erfahrung, die wir tätigen. Einfach immer wieder der Hammer. Okay, so, Umhang des ewigen Potenzials angelegt. Anlegen gewährt folgende Aura, Vorteil des Zeitläufers. Die von euch gefundenen Zeitfäden werden in diesen Umhang eingewebt und tralala, hast du nicht gesehen. Und da kriegen wir auch gleich einen Erfolg, die unendliche Macht. Na, hoffentlich habe ich auch unendliche Macht. So, Faden der Macht vom ewigen Verheer gesammelt. Schön, euch hier zu sehen. Die Sande sollen euch segnen. Besiegt Erratus das entwebte Paradoxon. Hier sehe ich einen, aber das ist nicht der Originale. Wahrscheinlich muss ich hier. Okay, ich habe nichts getan. Ja, er wurde besiegt, aber ich habe nichts getan. Na dann. Ihr seid zu spät. Oh, andere Zeitlinie. Hoch. Nutzt eure Zeit weise. So, bittet Eternus, euch die Geschehnisse der Vergangenheit zu zeigen. Ihr werdet folgenden Anhänger erhalten.
Dungeon Browser, ihr schaltet Zugriff auf Dungeon. Ist ja lustig. Das kann man freischalten, wie geil. Das kriegt man so als Dings. So, okay, dann zeig mir deine Erinnerung, mein Freund. Ich will es sehen. Das Wrack gründlich durchsucht eure Macht. War noch östliche Königreiche? Oder seinem Schiff. 200 Schiffe zu meiner Verfügung und ausgerechnet das mit meinem Sohn an Bord verschwindet. Was ist mit ihrer letzten Übertragung? Zeigt mir, was immer ihr habt. Kuss abgekommen. Luftangriff der Horde. Viele Verluste. Schiffbruch. Unentdeckte Insel. Aber der weiße Bauer ist sicher. Wiederhole. Weißer Bauer ist in Sicherheit. Anduin. Überraschungsangriff! Bitte um sofortige, wenn irgendjemand diese Nachricht empfängt! Sir, die siebte Flotte ist bereits entsandt worden. Aber es könnte Wochen dauern, bis... Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir schicken eine kleine Elitetruppe, um dieses neue Land zu sichern. Und bringen meinen Sohn zurück. Ja, kann man da noch sagen, damals war noch alles besser? Damals war noch alles gut mit WoW? Damals war das noch alles anders? Ich muss ehrlich sagen, als ich damals mit Pandaria begonnen habe, war ich total, also das erste, was mich schockiert hatte, war, dass die Insel auf dem Rücken einer riesengroßen Schildkröte ist. Also, dass wir da rauf sind. Also, das fand ich total lustig. Da dachte ich so, okay. Was habt ihr euch da schon wieder ausgedacht, Leute? Das ist doch der reinste Hammer. Das hier ist das schlagkräftigste Schiff der Flotte. Erfüllt eure Pflicht, Soldat. Mach ich. Was soll ich tun? Hordenkämpfer von Garrosh getötet, tralala. Ah ja, okay. Geht's hier rein oder geht's hier raus? Weiß nicht. Anja erscheint. Ja, ich muss auf jeden Fall mit so einem Ding fliegen. Hey! Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ach, hier. Was zur Hölle ist das? Admiralin, wir haben Anzeichen Einheimischer entdeckt. Kunstvolle Gebäude. Genug geredet. Augen aufs Ziel. Wie schieße ich denn? Ihr habt die Admiralin gehört. Konzentriert das Feuer auf die Horde-Basis. Beginnt mit dem Angriff. Denn. Ah, jetzt. Also ich sag's euch ganz ehrlich, es macht jetzt schon ultra Spaß. Verdammte Scheiße. Ich würde ja nicht darüber herziehen, dass Blizzard andauernd ihre Spiele wiederverwertet. Aber komischerweise, ich glaube, das ist eine lebenslange Lizenz. Es wird einfach so sein. Ich glaube, wenn ich Rentner bin, ja, so in 30 Jahren, ich glaube, also wenn ich dennoch WoW spiele, Alter, ich glaube, dann muss mit mir irgendwas nicht stimmen. Dann habe ich mein Leben total verloren. Gut gemacht. Ganz ehrlich, Alter. Es ist leider, es macht einfach immer wieder Spaß. Egal was du machst, es macht einfach scheiße Spaß. Und jetzt, wie viel haben wir jetzt? 94 Tage, also jetzt 3 Monate sind wir jetzt nur in Pandaria unterwegs. Das ist schon irgendwie lustig. Ich kann zwar... Wird zwar irgendwann langweilig bestimmt, weil ja, du musst ja nachher nur noch grinden, ganz klar. Aber, ja, mal gucken. Ja, erstmal ist es schon ganz cool, ja. Es beschäftigt einen erstmal, gleich wieder alle Aufgaben zu machen. Die Reittiere, für mich persönlich sind immer Reittiere cool. Die Dungeons fand ich damals auch sehr hübsch. Da freue ich mich schon wieder. Haltet ihn heim. Auch das war für Terramor. Aber war das nicht gewesen, dass der Anfang auf dem Rücken einer Schildkröte war?
Wir sind doch jetzt, wir sind doch gar nicht auf einer Schildkröte. Oder kommt es noch? Ich weiß nicht. Meine Erinnerungen schwinden, ja. Genug. An alle Vögel, meldet euch zurück. Bereit machen für den Bodenangriff. Sehr gut. Nur der Sieg im Kampf kann zufrieden führen. So, ich krieg jetzt eine Truhe mit ewigen Schätzen. Zeigt ihnen, wozu wir fähig sind. Für die Allianz. So, Zeitläuferfähigkeit freigeschaltet. Ihr könnt diese Fähigkeit auf eure Aktionsleiste ziehen. Auflösungssand beschwert Auflösungssand, der eure unerwünschten Gegenstände in Bronze verwandelt. Extrahiert einen gesockelten Edelstein aus euren Gegenständen. Okay, ich habe keinen Plan. So, wir haben jetzt hier erstmal ersetzt zuverlässiger Schuss. Okay. Und alle Männer, Frauen und Abstufe 20 haben wir das. Und nu? Vorlagen. Was wolltest du mir sagen? Allvaters Ruhestein bringt euch in den Jadewald. Habe ich den schon drin? Ne, habe ich noch nicht. Den mache ich hier auch mal rein. Den Kollegen. So, malt. Malt kleine Lake-Kristalle, die sich an den Lady Natsunas finden. So. Level-Up haben wir gehabt. Was sollen wir jetzt tun? Fallschirm. Der Himmelsfeuer angelegt. Fallschirm. Muss ich mit ihr nochmal reden? Wie ist die Lage? Zeigt ihnen, wozu wir fähig sind. Ach ja. Na dann. Geht's ins Kampfgebiet. Was zu berichten? Da muss was repariert werden. Dafür habe ich genau das richtige Werkzeug. So, haben wir irgendwas bekommen, was wichtig ist? Feuert auf einen Kriegswagen der Horde. Achso, das ist die aktuelle Aufgabe. Hier mal die Truhe öffnen. Oh, da war sogar direkt eine Aufgabe drin. Hier ist nochmal eine Truhe. Nehme ich. So, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, was für hier den Kriegswagen, von welchen, achso, die sind ein bisschen weiter hinten, die Kriegswagen. Alles liegt hier in der Luft rum. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen hier, weil die anderen Mitspieler. Genau. Die nehmen mir noch den Loot weg hier. Also nehmen mir die Gegenstände weg, die Wagen hier. Um die kaputt zu machen.
Ah, der Respawn ist ja hier traumhaft. Also man merkt auf jeden Fall nichts. Kann natürlich auch auf der Uhrzeit hängen. Da ich das Let's Play jetzt gerade, sagen wir mal, in der Früh aufnehme. Wenn es heute Abend, Freitagabend, könnte mir vorstellen, dass es hier ziemlich eng sein wird. Also meine Empfindung. Weil das werden auf jeden Fall eine Menge Leute ausprobieren. Im Vorhinein habe ich schon ein paar Sachen gelesen. Die Leute sind auf jeden Fall sehr interessiert an Remix. Ich bin echt gespannt. Yo. Ich habe ja jetzt schon gesehen, dass ich immer diese Bronzetaler einsammle. Gab es die vorher auch oder sind die neu? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich schon. Achso, ich bin schon direkt fertig. Ah, ich kann sogar schon fliegen. Wie geil. Rühren, Soldat. Macht es gut. Ich zähle. Oh, und ich krieg immer eine Kiste. Zurück auf euren Posten. Krass. Ich habe einfach mal so ein wild gewordenes Jack beschworen. Kann ich hier einfach überrennen? Ja, Mann. Kann die einfach totrennen hier. Wow. Okay. Gut, wie komme ich von dem Jack hier wieder runter? Muss mal gucken, wie komme ich denn da rüber? Vielleicht drüber fliegen? Ich das auch so machen, dass ich einfach da so mache. Ah ja, sehr gut. Brauche ich gar nicht drüber fliegen. So, der wartet schon auf mich. Er möchte gerne von mir gekillt werden. Schweiß und eurem Blut. Dieses Land wird uns gehören. Ein Hexenmeister. Er kann sich nicht weit teleportiert haben. Es muss noch eine Basis geben. War klar, dass er abhaut. Haltet die Augen auf. Nachtwind, Statusbericht. Was geht dort unten vor sich? Kein Zeichen des Flaggschiffs und auch keine Spur von Admiral Taylor oder Prinz An. Hordetruppen schwimmen auf euch zu. Eröffnet sofort das Feuer. Admiralin, ich glaube, die wollen sich ergeben. Sie sind nicht bewaffnet. Sie wollen nur nicht ertrinken. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass sie zögern werden, euch mit ihren bloßen Händen zu erwürgen. Erschießt die! Das darf nicht sein. Das ist ein Massaker. Sie waren unbewaffnet. Mir ist irgendwie übel. Vielleicht hatten sie es verdient. Ihr Bestien, was für ein Wahnsinn ist das hier? Jetzt kommt Kung Fu Panda. Nicht schießen! Es ist einer der Einheimischen! Wir sind die Allianz und wollen euch nichts Böses. Was war das für ein Schatten, den ihr aus mir gezogen habt? Zurück auf euren Post! Jetzt ist nicht die Zeit für Erklärungen. Kurz gesagt, eure eigenen Zweifel haben sich als Folge eurer Taten manifestiert. Ihr versteht das nicht. Wir führen hier einen Krieg. Oh, ich verstehe schon richtig. Ich habe Augen. Aber Pandaria ist anders als eure Heimat. Pandaria lebt und atmet. Ihr solltet aufpassen, welche Art der Energie ihr hierher bringt. Jetzt legt die Waffen beiseite. Weg ist er. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum er das sagt. Deswegen der Schildkröte, weil lebt halt, ne?
Also nochmal eine Kiste gekriegt. Die müllen wir ganz schön zu. Die Ewigen als Verbündete von Eternals handeln mit zeitlosen Zeitfindungsmünzen. 2 Millionen kann ich davon maximal sammeln von diesen Münzen. Wir kommen da später zu. Ich denke, dass die Münzen eine wichtige Einheit hier sind. Wenn ich in das erste Dorf komme, werde ich gucken. Ich denke, dass ich damit die ganzen Sachen kaufen kann. Bei den Rufhändlern, ne? Reittiere, Haustiere, Transmog, alles, was ich brauche. Da bin ich mir sicher. Deswegen immer schön den Loot sammeln, ist hier wichtig. So, ich muss auch noch einen Anführer töten. Okay. So, dann schauen wir mal, wo der Anführer sich aufhält. Ne, ich wollte erstmal den Anführer töten. Wo ist der? Okay, der ist auch da oben. Ach hier, das ist ja hier, der ist, naja. Der Drop-In hier auf die Insel. I know. Vielleicht mal erstmal den freischalten. Die Shadowpan heißen euch willkommen. Gebt, wenn es Krieg ist, den ihr an unsere Küsten heran. Ich hab schon 50 Quests abgeschlossen? Ach, hör doch auf. Selbst auf eure Leidenschaften und eure Gewalt reagieren. Ich weiß nicht, wozu das am Ende führen wird. Niemand weiß das. Mögen euch die Nebel beschützen. Die nächste Runde geht auf mich. Keine Angst. Möge die Jadeschlange euch leiten. Willkommen. Keine Eile. Okay, jetzt ist sie hier wieder. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, was ist sie? Warum hat sie dieses lilane Dreieck? Das macht mich jetzt, also, ich dachte zuerst, das haben die geändert gänzlich, aber nein. Ist sie vielleicht die Hauptquestreihe? Kann das sein? Holf Aldan Shi. Ach so, fürs Drachenreiten. Ja, das überspringen wir jetzt, weil ganz ehrlich. Das brauchen wir nicht. Wo komme ich da hin? Zur Windwärtsinsel. Okay, wir haben aber erstmal andere Sachen jetzt zu tun. So, also Drachenreiten ist hier auch, am Start. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwo... Okay, der rennt mir hinterher. Hier ein Dingsbums, wisst ihr? Hier ein Händler. Dann können wir schon mal gucken. Ich habe die besten Angebote. Okay, nee, der ist ein normaler Händler. Vielleicht läuft mir ja mal einer über den Weg hier. Gastwirtin. Ach, guck mal, die hat auch diesen Dings drüber. Auch so ein Pfeil. Oh, hallo. Nach Hause ist, wo der Ruhestein ist. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Möge euch dieser Tag Freude bringen. Bei Ruhe. Okay. Ja, das ist jetzt mein Heimatort. Dankeschön. Er hier? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Was hat er? Transmog? Ballmeister? Seid gegrüßt. So, Kampfhaustiere. Werkzeugschmiede. Wollt ihr etwas kaufen? Eine sichere Reise. Suche das gewisse Etwas. Aber das werde ich schon irgendwann noch finden. So, was haben wir hier zu tun?
Das war mit den Fässern. Okay. Diese müssen wir töten. Wenn alle tot sind. Geh los. Oh. Verletzten Piloten. Meine Leute, steht wieder auf. Hallo. Lasst es euch gut gehen. Bin da. Guck mal, hier ist ein Fass. Ich glaube, der kann sogar alle tragen. Ich glaube, das war so. Der hat nachher so einen übelsten Stapel, hat der auf dem Rücken nachher, weißt? Ich liebe Fernkämpfer. Allein nur deswegen. Wegen den ganzen Spielern. Wisst ihr, was ich meine? Dieses ewige Anhitten, das stresst. Hier war ein Fass. Seht ihr? Weg. Scheiße. Kannst du mir erzählen, dass sie noch nicht fliegen können? Oh, die haben es einfach schon. So ein Fass brauche ich noch. So, damit haben wir es beendet. Könnt ihr das wiederholen? Was, ob ich das wiederholen kann? Wie kann ich euch helfen? Grüße. Also bei jeder Aufgabe kriege ich, also ich kriege anstatt auch Equipment oder so, kriege ich an der Wand eine Truhe. An diese Truhe, die sind auf jeden Fall random, da kann auf jeden Fall auch mal was Cooles drin sein. Das sind interessante Sachen, dann Sachen, die ich auch gar nicht kenne, also keine Ahnung. Anlegen, 4% der Heilung wird als Errettung angesammelt. Liegt die Gesundheit eines Verbündeten nach von euch? Achso, geht aber nicht. Warum geht's nicht? Man weiß es nicht. Boah. Ja, guck mal, siehst du? Und damit haben wir hier schon mal eine Verbesserung. Ah, okay.
berichtet mir von euren Reisen. Lin Apfelblüte. Hallo, ich grüße dich. Lebt wohl. Tötet Kau Kau. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. So, der ist schon tot. Mal kurz warten. Da ist er. Okay, das war ja mehr als einfach, oder? Gehst hier hin. Ja, das hätten die eigentlich auch schon selber machen können. Wenn die in ihrem Lager da stehen und dann kommt der da. Ja, ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung mal wieder, das Pandaria wieder zu spielen. Ich bin schon oft immer mal wieder reingereist, so. Habe einfach so unnütz Low-Level die Quest gemacht, weil ich einfach Bock hatte drauf. Pandaria ist immer auf jeden Fall eine sehr gute Methode, um runterzukommen. Vom Spiel finde ich, also perfekt. So, wir haben auf jeden Fall ein neues Teilchen bekommen. Gibt es ja auch sowas wie GS? 7, okay. Geil, wann war ich das letzte Mal Gegenstandsstufe 7? Keine Eile. Macht es gut. Ich zähle auf euch. Was denn da oben? Also ich kann auf hier habe ich Dings, also Fläche. So, hier müssen wir hin. Kinder hier retten, oder? Wer seid ihr denn? Ich glaube, mit den Typen bin ich noch nicht fertig. Oder? Da muss ich hier noch irgendjemand. Ja, 15 Stück insgesamt.
versteckt sich hinter, ey. Eine fiese Ratte, oder? Läuft mir jetzt irgendeiner hinterher, weil sonst ich. Das ist der Respawn. Der war ja so schnell, dass ich gar nicht mehr aus der Ecke rausgekommen bin. Ich versuche mal ein bisschen. Mich. Achso, ich bin noch gar nicht fertig. Was muss ich denn hier noch machen? Munitionsvorräte. Guck mal da oben. Er hat gleich alles gesmashed. Wunderbar. Kann ich dazu nur sagen. Wunderbar. So, was haben wir jetzt hier? Achso, es sind tatsächlich noch mehr Munitionsvorräte. Waren nicht die einzigsten. Ja, hier. Noch nicht von Belang. Wo sind die anderen? Die sind schon alle kaputt, ne? Deswegen. Oder? Meint ihr, es könnte das hier sein? Nee. Das ist. Könnten diese Kisten sein, oder? Was denkt ihr? Check das einfach. Das ist ja auch Munition. Ein Ziel. Also, das ist es auf jeden Fall nicht. Oder meint ihr, es ist das? Ich denke nicht, oder? Doch, tatsächlich. Aber was? Hä? Achso, okay, jetzt die Kuppel hier. Okay, die sind jetzt alle sauer auf mich. Oh, okay, die sind alle sauer auf mich, Digga. Ah! Mein Hund, mein Tier schon tot? Ne, das ist noch da, oder? Nein, es ist schon tot. Glaube ich. Okay. Hab ich irgendwas zum Heilen? Oh, guck mal, ich habe das hier auf jeden Fall. Das Einzige, was ich jetzt heilen habe, ansonsten bin ich wieder darauf angewiesen, hier Zeug zu holen. Was ist denn das da? Beschwörungsportal. Wo beschwören wir uns denn dahin? Achso, ich muss in der Gruppe sein. Hier ist meine Katze. Kann ich die Katze hier? Nee, nicht totstellen. Komm, steh auf. Guck mal, jetzt habe ich eine Armbrust. Das war doch irgendwie hier wiederbeleben, oder? Hier wiederbeleben.
Okay, das muss ich jetzt mal ganz kurz. Ich hätte mal Quellwasser mitnehmen sollen, um mich ein bisschen zu heilen. Und danach geht es dann da oben in den Tempel weiter. So, und da, ja, machen wir jetzt hier Schluss bei dem Let's Play. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also, ich fand es auf jeden Fall sehr schön. Es macht Spaß. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Ja, guckt mal in WoW Remix rein. Ich denke mal für den einen oder anderen mal eine nette Abwechslung wieder zu Dragonflight. Und ja, lasst dem Video noch ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Und ja, vergesst die Glocke nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann, euer André. Tschüss.